Aufbrauchen ist alles. Nur kriege ich das im Moment nicht so gut hin. Look at this. Von hier aus sieht es ein bisschen harmlos aus, aber in der Ecke tummelt sich so viel. Nein, wie gesagt, ich habe den Überblick zum Teil wirklich verloren und habe viel zu viele Produkte auf. Und jetzt habe ich mein Ten Pan mir mal wieder angeguckt, was ja jetzt auch schon eine Weile her ist. Und festgestellt, hoi, bei manchen Produkten tut sich viel, bei anderen eigentlich nicht so viel. Also es ist immer wichtig, was du dir kaufst, brauchst auch auf. Und es gibt immer wieder Produkte, wo du genau weißt, die performen nicht richtig, die funktionieren nicht gut, die stehen ewig rum. Und da ist es halt wichtig, auch dass du genau diese Produkte aufbrauchst, wenn es herschenken nicht geht. Na, also zwing dich zu nichts. Aber oftmals hat man eben so Sachen, die stehen und stehen und stehen, weil die selber nicht so wirklich funktionieren. Das ist halt so meine Devise. Möchte ich es auch niemandem meiner Freunde schenken, bloß aus dem Grund heraus, weil ich es schlecht finde. So. Ne? Manchmal sind es bei mir halt eben auch Produkte, die ich teste. Das hier habe ich nicht getestet. Das ist tatsächlich noch der alte Sonnenschutz, so Lotion, der gelbe, der gut war. Der jetzige ist nicht gut. Wir hatten beim letzten Mal halt 54,22. Jetzt ist er fast leer mit 25,11. Ich habe im Sommer auch gecheatet mit dem. Das heißt, ich habe mir den auf den Körper aufgetragen. Der ist tatsächlich fast leer. Ne? Also, der wird beim nächsten Mal nicht mehr dabei sein. Mein Notizbuch liegt wieder da unten, falls ihr euch wundert, warum ich immer auf den Boden gucke. Ich habe mir jetzt schon ein bisschen Parfüm gekauft. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, ohne Witz. Also momentan bin ich so temperamentvoll wie noch nie. Ich weiß eigentlich schon, was mit mir los ist. ADHS und je mehr Masken ich fallen lasse, desto mehr nicht hyperaktiv, sondern mehr impulsiv reagiere ich. Ne? Und ja, das ist auch ADHS, ne? Also, das ist meine Ausrede. Aber man kann halt nicht verhindern, dass man nicht in Produkten einfach ersäuft. Und ich will ein bisschen mehr aufbrauchen. Und das Parfüm liebe ich. Das ist das hier, ne? Ich habe mir ein neues gekauft. So billige Parfums bitte. Also, das ist echt kostengünstig. Bitte im Karton aufbehalten. Da tut ihr euch echt einen Gefallen. Weil Licht macht sehr viel kaputt. Ne? Und von dem her behalte ich meine Parfums immer im Karton auf. Und ich habe tatsächlich ein bisschen was verbraucht. Für ein Parfüm ist es echt viel. Beim letzten Mal habe ich das noch fast neu gewogen mit 205,86 Gramm. Und jetzt haben wir 194,22. Ich habe es im Sommer schon häufiger getragen. Und ich muss sagen, ich liebe es auch. Aber wie gesagt, ich liebe auch noch andere Parfums. Und es wird ja ein Parfum, wie gesagt, noch geben. Na, zu meinen drei Liebsten der letzten Zeit. Da werde ich auch noch ein bisschen was erzählen. Da ist das auch dabei. Aber wie gesagt, du musst die Sachen halt auch aufbrauchen. Irgendwann gehen die Sachen einfach auch kaputt. Balea Mead. Cica Cream. Die konnte ich anfänglich gar nicht auf meiner Briefwaage wiegen. Die Briefwaage findest du übrigens unten in der Infobox verlinkt. Damit kannst du auch Sonnenschutz und alles schön abwiegen, aber auch Briefe, ne? 238,99 war es beim letzten Mal. Jetzt haben wir 113,4. Es lichtet sich tatsächlich. Ich versuche tatsächlich echt ein bisschen mehr mich einzucremen. Sollte ich eh, weil ich Kompressionsstrümpfe trage. Die gibt es schon gar nicht mehr. Und wenn die leer ist, kommt die von Noda hinten dran, die ja schon ewig wartet. Und jetzt habe ich mir einen neuen Adventskalender geholt. Und da kommen sicher dann auch wieder Produkte, die für mich nicht so gut funktionieren. Pink Cream. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit der so gut zurechtkomme. Ich habe voll vergessen, dass ich die gut fand. Und ich finde die super. Das ist auch eine Probe aus dem Adventskalender. Und ich wäre froh, wenn es von den einzelnen Marken mal öfters mal so Proben geben würde, die du auch kaufen kannst. Bayer & Söhne macht das beispielsweise. Für einen kleinen Preis eine kleine Probe nehmen, würde ich viel häufiger Produkte auch irgendwie ausprobieren, was ja auch für den Endkonsumenten eine tolle Sache ist, dass man voraus, bevor er viel Geld ausgibt, eben auch mal gucken kann. Und die Cremes kosten halt schon über 10 €. Aber die harmoniert mit meiner Haut. Ne, also die werde ich ohne weiteres leer machen. Die ist, glaube ich, auch fast leer. Zwar, also 25,81 hatten wir, 16,55 haben wir jetzt.
vieles nicht mehr drin. Ich würde gerne sagen, die kaufe ich mir nach, aber die Skincare ist in letzter Zeit echt so explodiert. Es gibt so viele Produkte, die man testet. Und manchmal verfluche ich das, weil viele Produkte bei mir halt nicht so richtig funktionieren. Und manchmal finde ich das auch ganz spannend. La Mera Deo, das ist so ein typisches Produkt, was bei mir ganz häufig kaputt geht. Das ist jetzt über ein Jahr, anderthalb Jahre alt. Ist fast leer. Na, danach werde ich mir keine Deo-Creme mehr kaufen, weil ich halt einfach auf flüssiges Deo zurückgegriffen habe jetzt. Und ich einfach mit denen meine Probleme habe. So, ich habe mir das komplett wieder abgewöhnt. Ich mochte den Duft ganz gerne. Der letzte Duft, den fand ich besser von La Vera. Es gibt drei Cremes. Kaufe ich nicht mehr nach. Bin ich jetzt gerade wirklich am Aufbrauchen, so Sachen, wo du halt deinen Finger reinpackst. Da ist die Gefahr immer sehr groß, dass die Sachen kaputt gehen. Ich gesagt 45,29 beim letzten Mal, 36,99 jetzt. Also doch ein bisschen was aufgebraucht, immerhin 9 Gramm, besser als nichts. Für das, dass ich das jeden Tag verwende, ist es schon sehr sparsam. Die No-Maske, auch so ein Endgegner. Ich benutze halt keine Masken, ne? Und wenn ich, also beim letzten Mal habe ich halt festgestellt, da habe ich schön mein Peptid eingearbeitet in die Haut. Also drunter das Peptid aufgetragen und dann die No-Maske drüber. Und am nächsten Morgen hatte ich so komische Stellen im Gesicht. Das sollte ich nicht mehr machen. Wer Masken liebt, wird die lieben. Aber wie gesagt, das ist nicht so meins, eine Maske verwenden. Ne? Deswegen stelle ich hier auch keine vor. 69,07 beim letzten Mal, jetzt 63,91. Ich muss dazu auch sagen, ich habe sie zum letzten Video, glaube ich, jetzt einmal nur verwendet. Ja, du vergisst den Scheiß halt einfach auch, ne? Also deswegen sind so Videos richtig, richtig gut. Gerne mitmachen, ne? Also wenn du mitmachen möchtest, schreib deine Ergebnisse unten mal in die Kommentare rein oder komm auf den Discord. Das ist auch eine Möglichkeit. Der nächste Endgegner. Da werde ich auch schon ein bisschen ausgelacht, weil ich mag das Produkt nicht, weil es halt so ölig ist. Das ist das Vitamin C von No. 52,29 beim letzten Mal, jetzt 52,02. Ich habe es so gut wie nie benutzt. So gut wie nie. Das ist mir zu ölig. Ich hasse das. Also Vitamin C verwende ich halt gerne mit Sonnenschutz zusammen. Und das kann ich nicht mit Sonnenschutz zusammen verwenden. Und mein großes Problem ist, dass ich halt eben auch noch Retinol und so verwende und abends das irgendwie auch nicht so einen richtigen Platz hat. Ach so, jetzt habe ich es wieder. Ah doch, ich hab's gesagt. Na, also nicht mal 0,2 Gramm mehr. Das ist echt nicht viel. Ja, das sind 3 Tropfen oder so, ne? Die 120 Stunden Creme war jetzt ein paar Mal im Einsatz, weil ich gerade ein Serum teste mit Ceramiden, will ich nicht noch extra Ceramide in der Creme haben, weil hier sind Ceramide drin und die ist ohne, aber die ist auch mega gut. Habe ich voll vergessen, dass ich mit der so richtig gut zurechtgekommen bin. 24,55 lohnt sich auf jeden Fall. Also den Blick auf die No-Cremes zu werfen, habe ich bis jetzt tatsächlich das beste Hautgefühl gehabt. Bloß mit dem Regenbogen drauf, das ist nicht so meine. Ist nicht so meine Welt. So, vorletztes Produkt. Verwende ich gerade in letzter Zeit, wie gerade eben auch aufgetragen, ein bisschen häufiger. Ich bin nicht so der Typ, der eben Lippenpflege braucht, weil ich halt recht schmale Lippen habe und die eigentlich so gut wie nie trocken sind. 18,63 Gramm beim letzten Mal, jetzt haben wir 18,05. Immerhin habe ich so ein bisschen aufgebraucht. Wenn jetzt im nächsten Adventskalender nochmal so ein Ding drin ist, muss ich das herschenken. Habe ich keine andere Wahl. Weil dann habe ich ja nochmal einen Lipbalm, den ich verwenden sollte. Na, also. In meiner Zeit, wo ich Corona hatte, hatte ich super trockene Lippen. Da habe ich das auch regelmäßig, also habe ich so einen Lippenpflegestift verwendet. Aber sonst nutze ich sowas halt auch nicht. Ne, also das wird auch noch lange bei mir sein. So, neues Produkt, weil ich ja zum letzten Video doch das ein oder andere aufgebraucht habe. Milky Toner. Ich habe noch einen zweiten von Balea. Das ist halt schon eine verflucht große Flasche. Und 145,03, weil das ist ja jetzt neu dabei. Bin mal gespannt, ob ich es hinkriege, beim nächsten Mal wenigstens ein bisschen verwendet zu haben. Und
Diese Taktik kannst du gerne auch anwenden. Wieg deine Sachen ab, weil solche Sachen sieht man meistens dann auch nicht an, ob man sie irgendwie benutzt hat oder nicht. Das hilft unwahrscheinlich dem Kopf zu verstehen, ah, das ist vielleicht bald leer. Und dann nimmt man es nämlich auch ein bisschen häufiger. Und du hast so einen Fokus auf die Produkte. Ich habe ja meinen Fokus so ein bisschen verloren gehabt, gebe ich zu. Aber wir arbeiten an dieser Geschichte und ich hoffe, du arbeitest auch an der Geschichte. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar mit deinen Produkten, die du aufbrauchst. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.